hinterfragen wir das Phänomen Telepathie. Glauben Sie, dass es Gedankenübertragung ist, wenn die Person anruft, an die man gerade gedacht hat? Noch einmal sind wir am Institut für Grenzgebiete der Psychologie. Hier steht die Gedankenübertragung auf dem Prüfstand. Denn Parapsychologen behaupten, Telepathie kann in einem traumähnlichen Zustand nachgewiesen werden. Bei diesen Versuchen sitzen Sender und Empfänger in getrennten, schalldichten Räumen. Die Sender sehen einen von vier Kurzfilmen und versuchen, die Bilder an die Empfänger zu übertragen. Können die Empfänger später sagen, welcher Film gesehen wurde? Diese Herren sind da skeptisch. Die Psychologen Jiří Wackermann und Peter Pütz wollten die Zuverlässigkeit solcher Versuche überprüfen. Dazu haben sie 80 Studenten getestet, das sogenannte Ganzfeld-Experiment aber in einem Punkt abgewandelt. Der Aufbau ist derselbe. Im einen Raum sitzt die Empfängerin. Da vorne Platz nehmen. Wir machen jetzt ein Ganzfeld-Experiment. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Dafür muss ich Ihnen diese halbierten Ping-Pong-Bälle auf den Augen befestigen. Die zweite Versuchsperson wird in einen anderen, schalldichten Raum gebracht. Dort soll sie die Filme sehen. Also der Unterschied zu den klassischen Ganzfeld-Telepathie-Experimenten ist, dass unsere Versuchspersonen nicht voneinander wussten, nicht vorhatten, irgendeinen Film zu übertragen oder zu empfangen und davon ausgingen, an zwei parallelen Experimenten teilzunehmen, die nichts miteinander zu tun haben. Wenn ich dann draußen bin, drücken Sie bitte die Starttaste, dann geht es los. Die Senderin soll sich dennoch intensiv mit den Bildern beschäftigen und erhält deshalb die Aufgabe, den Film auswendig zu lernen. Drücken Sie jetzt bitte die Starttaste, dann geht das Experiment los. Die Senderperson schaut einen von vier Kurzfilmen. Dieser wird vom Zufallsgenerator ausgewählt. Gleichzeitig befindet sich die andere Person in einem traumähnlichen Zustand. Sie sieht eine rote Fläche und hört nur Rauschen. In diesem Zustand bekommt fast jeder mehr oder weniger starke Halluzinationen. Gleichen Ihre Trugbilder dem Film? Im zweiten Teil des Experiments bleiben die Versuchspersonen räumlich voneinander getrennt. Die Senderin muss das Gesehene aufschreiben. Die Empfängerin schaut alle vier Filme an und bewertet diese nach Ähnlichkeit mit ihren Halluzinationen. Welchem der vier Filme glichen ihre traumartigen Bilder am meisten? Bei vier Filmen sind alleine mit Raten 25% Treffer wahrscheinlich. Alles über 30% wäre erstaunlich. Es entspräche dem Resultat des klassischen Experiments. Wir haben 32,5% Trefferquote erzielt, was mich ehrlich gesagt etwas überrascht hat. Aber so sind die Zahlen. Das Ergebnis ist da. Es könnte eine zufällige Abweichung sein. Es könnte auch sein, dass es einfach in dem gesamten Aufbau dieser Experimente etwas ist, was wir systematisch übersehen. Es gibt also eine Art Übertragung. Das können Sie so nicht sagen. Also wir wissen nicht, wodurch diese Abweichung zustande gekommen ist. Aber ganz ausschließen könnte ich das im Prinzip jetzt auch nicht. Trotz der Abweichung vom Zufall. Eine Übertragung wäre so minimal und instabil, dass sie nie für absichtliche Telepathie reichen würde. Aber vielleicht dafür? Hallo? Jeder kennt die Momente, wenn wir schon kurz vor dem Klingeln wissen, wer anruft. Für ihn ist das weder Zufall noch Einbildung. Walter von Lukadu, Deutschlands bekanntester Parapsychologe, ist durchaus offen für Übersinnliches.
Es gibt eben in dem Sinne keine Gedankenübertragung, aber es gibt sowas wie flüchtige Übereinstimmung. Und das ist das, was die Menschen erleben. Die sagen, ach, ich wollte jetzt gerade anrufen und im gleichen Moment klingelt das Telefon und die sagen, jetzt ruft derjenige, der mich da gerade anrufen wollte, auch an. Und es passiert zwischen Menschen, die sich sehr nahe sind. Er hat herausgefunden, dass es keine Psi-Kräfte gibt, aber Verschränkungen zwischen Mensch und Umwelt, die uns übersinnlich erscheinen. Vor allem, wer eine positive Einstellung zum Übersinnlichen hat, ist, laut Walter von Lukadu, besser mit dem Universum verschränkt. Mit Vorteilen für den ganz normalen Alltag. Das sind halt so Leute, die, wenn sie in die Stadt fahren, immer einen Parkplatz kriegen. Immer das Glück haben, rechtzeitig zum Zug zu kommen. Auch wenn sie verspätet sind, dann fährt der Zug halt gerade mal 10 Minuten später ab. Das sind Leute, die im Allgemeinen sozusagen besser zurechtkommen im Leben. Parkplätze finden oder Telefonanrufe vom Liebsten. Für Skeptiker ist das keine Wissenschaft, sondern Zufall. Wie oft hat die Person an die andere gedacht und die Person hat nicht angerufen? Das ist ein typischer Fall von selektiver Wahrnehmung. Wenn es zufällig einmal klappt, wenn es zufällig übereinstimmt, dann zählt man das und fühlt es als Erfolg. Und die vielen, vielen Misserfolge vergisst man. Walter von Lukadu aber sieht wissenschaftliche Belege für seine Ansicht in der hochkomplexen Quantenphysik. In der Welt der kleinsten Teilchen machen Physiker nämlich seltsame Beobachtungen. Es sieht nämlich so aus, als würden Dinge, die weit voneinander entfernt sind, gewissermaßen zusammengehören und man weiß nicht, wie das geschieht. Und deswegen war ja Einstein der Meinung, dass das eine spukhafte Wechselwirkung sei. Diese Wechselwirkung sieht von Lukadu nicht nur bei den kleinsten Teilchen, sondern auch in unserer stofflichen Welt. Eine visionäre, aber höchst umstrittene These. Er widerspricht. Philipp Leick ist Mitglied der Skeptiker und für Quantenphysik zuständig. Effekte wie bei kleinsten Teilchen lassen sich schon bei Atomen nicht mehr beobachten, sagt er. Daher könne man Walter von Lukadus Theorie nicht auf unsere stoffliche Welt übertragen. Wenn sich herausstellen sollte, dass er recht hat, wovon ich nicht ausgehe, dann wäre tatsächlich seiner Zeit voraus. Meine Vermutung wäre eher, dass er zwar eine ganz interessante Idee hat, aber letztendlich zum Verständnis der angeblichen Psi-Phänomene nicht viel beitragen wird. Jede Theorie ist am Anfang von wenigen Leuten entwickelt worden. Der Albert Einstein, also mit dem möchte ich mich wirklich nicht vergleichen, aber der Albert Einstein musste auch erst mal kämpfen, bis seine Theorie allgemein akzeptiert wurde. Das ging fast 50 Jahre.